Wir sind heute auf dem Metal Crush Festival in Gießen und mit von der Partie ist die Band Kissin' Dynamite aus dem beschaulichen Schwaben. Schön, dass ihr da seid. Ja, servus. Wie geht's euch denn heute? Gut, sehr gut. Allerdings sind wir etwas verwundert über das Wetter. Haben wir gerade schon besprochen. Der Sommer ist vorbei, es ist ziemlich kalt hier. Aber sonst, wir haben jetzt Bock wieder auf schön nachher anderthalb Stunden auf die Fresse. Ja, sehr gut. Da werdet ihr dann im Publikum gut einheizen. Dann ist die Kälte, denke ich, ganz schnell wieder verflogen, oder? Das ist der Plan. Sehr gut. Wie ist denn das bei euch eigentlich so mit dem Thema Nervosität? Gibt es das bei euch? Habt ihr da vielleicht irgendein bestimmtes Ritual, was ihr vor einer Show macht, um gegen die Nervosität vorzugehen? Oder seid ihr da schon sehr abgebrüht und Profis? Naja, also ich würde mal sagen, grundsätzlich ist es so, ich glaube, da kann ich für alle sprechen, momentan, also so einige Stunden vor einem Konzert, ist man nicht mehr nervös. Die Abläufe, die sind bekannt irgendwie. Es ist klar, es wird das eine oder andere Interview geben, dann wird man irgendwann gemeinsam essen, dann gibt es irgendwie einen Linecheck, Soundcheck, solche Sachen. Bei mir persönlich ist es so, immer so, sag ich mal, eine halbe Stunde bevor das Konzert losgeht, dann entsteht so eine gesunde Vorfreude. Das ist jetzt nicht direkt eine Nervosität, das ist eher so, sind alle Kabel richtig eingesteckt, sitzt alles am richtigen Fleck und klappt dann auch wirklich alles. Also gemischt mit so einer bestimmten Vorfreude einfach auf die Show. Und zum Thema Ritual, ja, haben wir eine halbe Stunde vor der Show, gibt es keinen Fremdkontakt mehr. Also da sind wir ziemlich intim, nur die Band in einem Raum und dann so ganz kurz vor der Show stellen wir uns dann zusammen im Kreis auf und beten zum Gott des Rock. Genau, wir halten alle nochmal unsere Fäuste zusammen, machen ein kleines Sprüchlein, kurze Ruhephase, irgendwie jeder fokussiert sich nochmal auf das, was kommt. Aber ich bin auch nach wie vor immer noch, ich merke, wenn das Intro losgeht, merke ich, bei mir persönlich kommt so ein Schwall nochmal richtig, wie wenn du irgendwie dir was reinspritzt oder so, da kommt dann das Adrenalin und das ist aber gut so, weil ohne das wäre der Fokus nicht da und die Power. Euphorie, also, ja. Adrenalin, das ist es. Ja. Die bringt dir die Energie nochmal. Und das ist nach wie vor so. Keine Abgebrühtheit, hilft nichts. Ja, kann man nichts machen. Ich meine, ist ja nur menschlich. Ja. Ich wäre, oh Gott, wäre ich aufgeregt davor. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das so ist. Ja. Aber zum Thema abgebrüht, ihr seid ja jetzt schon seit, obwohl ihr noch eine so junge Band seid, seid ihr schon seit 10 Jahren jetzt im Geschäft. Schon mal eine echt stolze Zeit, auf die man zurückblicken kann. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Danke. In so einer langen Zeit erlebt man ja doch einiges. Gibt es da irgendein Highlight, wo ihr sagt, das war der besonderste Moment für euch? Also du hältst das Mikro. Ja, ja. Alles gut. Ja. Also du hast einmal schon mal echt recht, da können wir vor allem, glaube ich, in der heutigen Zeit echt stolz drauf sein und das wertschätzen, dass wir auch ohne Line-Up-Wechsel jetzt schon 10 Jahre so privilegiert sind, Musik zu machen, und es geht nach wie vor auch bergauf für uns, haben wir das Gefühl. Und waren mit Höhen und Tiefen. Highlight gab es einige. Wir waren zum Beispiel eine Woche mal in Japan. Das war ein ganz schöner Culture Clash. Das war wahrscheinlich die Woche in meinem Leben, in der ich am wenigsten geschlafen habe. Das ist so mein persönlicher Rekord in dem Fall. Ansonsten haben wir vor ein paar Wochen das erste Mal auf dem Wacken gespielt, in einem proppenvollen Zelt. Das war sicherlich auch ein Highlight, nicht nur von dem Jahr, sondern insgesamt. Ja, also mir geht es da ähnlich. 10 Jahre ist vor allem vor dem Hintergrund, wie Andi schon meinte, dass wir halt 10 Jahre lang in der Konstellation, dass es einfach immer noch die 5 Freunde sind, die am Anfang den Traum hatten, irgendwann zur größten Rockband aller Zeiten zu werden. Eine verdammt lange Zeit. Also das schaffen manche Ehen nicht, manche Beziehungen nicht so lange. Und, ja, das stimmt. Von dem Aspekt muss man es einfach auch mal her betrachten. Für mich gibt es ganz, ganz viele kleine Momente hinter der Bühne, die so unheimlich festsitzen im Gedächtnis. Also klar, es gibt diese Momente auf der Bühne, wo du total geflasht bist, diese, wie du schon gesagt hast, diese riesigen, großen Momente. Aber ich finde, man erlebt auch so viel Zwischenmenschlichkeit und so viel irgendwie behind the scenes, wo keine Kamera dabei ist,
man mitnimmt und was man irgendwann seinen Enkeln erzählen wird. Ich möchte jetzt bestimmt eine konkrete Geschichte hören, aber das vertagen wir auf ein anderes Mal. Alles klar. Jetzt haben wir über, ich sag mal, positive Sachen gesprochen, aber es passieren ja in so einer langen Zeit immer auch nicht nur gute Sachen. Gibt es auch irgendwas, wo ihr sagt, das würdet ihr vielleicht lieber wieder vergessen? Wie ich schon sagte, es gibt natürlich auch immer Tiefen. Der eine oder der andere hat dann mal eine kleine Existenzkrise und stellt irgendwie alles in Frage. Das gibt es auf jeden Fall mal. Aber wenn man das dann wieder philosophisch betrachten will, dann ist alles Negative auch wieder eine Chance, um noch mehr zu wachsen danach. Ja, und wenn alles immer nur so monoton vor sich nicht gut, nicht schlecht dahin dümpeln würde, wäre es auch langweilig. Von dem her sind wir an dem Punkt, an dem wir sind und schauen eigentlich auf den und schauen von jetzt aus auch in die Zukunft. Und wir haben es bisher überlebt und werden es weiterhin auch überleben. Es ist wie in einer Beziehung, da läuft auch nicht immer alles gut. Ich sage sogar, wenn in einer Beziehung immer alles nur positiv ist, alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, dann läuft auch irgendwas falsch. Also es gibt Konflikte, das ist normal, das ist menschlich. Es geht dann darum, dass man auch in schlechten Zeiten zusammenhält und da dann noch stärker draus hervorkommt. Hört sich sehr sinnvoll an. Wir waren auch schon schlägernderweise im Nightliner. So ein Bild, das mir gerade so einfällt von vor Jahren. Tatsächlich, kein Spaß. Ja. Gab's auch schon, ja. Ja. Die andere Band, mit der wir da dann in dem Nightliner waren, die sind dann so draußen gestanden. Was passiert da nur? Haben sich etwas gewundert, was das für Leute sind, aber... Wobei man dazu sagen muss, bei der anderen Band gab es inzwischen schon wieder Line-Up-Wechsel, bei uns noch nicht. Und ihr habt euch immer noch lieb, von dem her gehört dazu. Ja, irgendwann müssen halt auch mal Fäuste reden, wenn es nicht mehr anders geht. Genau, wir tragen unsere Konflikte gleich aus. Und wenn, dann eben so. Dann gibt es keine versteckten Aggressionen später irgendwann. Wise words. Das hört sich sehr sinnvoll an. Seit Ende 2014 organisiert ihr euch ja als Band und damit ja auch eure Musik selber, also losgelöst von irgendeinem Management. Wie funktioniert das denn eigentlich? Wer übernimmt bei euch welche Aufgaben? Nein, man muss dazu sagen, es gab diese Zeit, in der wir quasi uns von allem losgelöst haben. Das war zu Generation Goodbye-Zeiten. Also du hast recht, zwischen 2014 und 2016. Haben wir irgendwann so angefangen zu sagen, okay, es müssen sich ein paar Parameter ändern, nicht innerhalb der Band, sondern um die Band herum, wo es dann nicht ausbleibt, dass man bestimmte Posten, die bisher andere übernommen haben, also in Klammer Plattenfirma, in Klammer Management, in Klammer Booking, dass man das zeitweise überbrücken muss und selber machen muss. Inzwischen haben wir da aber wieder ein gutes Team zusammengefunden. Ja, weil es ist natürlich ambitioniert zu sagen, man macht so viel wie möglich selber. Zum Beispiel Hannes ist nach wie vor auch unser Produzent, weil er selber auch Produzent auch noch für andere Acts ist und dann haben wir keinen externen mehr. Aber zum Beispiel Manager haben wir jetzt seit kurzem wieder einen, weil einfach das große Team auch nur funktioniert, wenn jeder seine Aufgabe macht, dann kann der... fokussiert sich um seinen Kram kümmern, nicht einer um alles. Ja, so finde ich das auch professionell. Mhm. Ja. Jede Band träumt ja eigentlich heimlich davon, mal mit irgendeinem bestimmten Künstler oder irgendeiner bestimmten Band mal gemeinsam auf Tour zu gehen. Gibt es da bei euch jemanden ganz Bestimmtes, der das bei euch wäre? Also wir haben grundsätzlich schon echt auch das Privileg gehabt, über die 10 Jahre jetzt mit verschiedenen Idolen auch zu spielen und die auch zu treffen und da Vorband zu sein, da muss man schon mal echt dankbar sein. Ich erinnere nur einmal an einen so einen Gig von Slash und Mötley Crüe, für den wir selber schon Tickets hatten damals und schon darauf gefreut haben, ganz normal als Gäste hinzugehen. Einen Tag vorher kommt noch ein Anruf vom Management, dass die Vorband ausgefallen ist und dass wir jetzt einspringen sollen. Und das war auch so ein Highlight. Und dann sind wir einfach mal kurz in Bamberg damals vor Slash und Mötley Crüe aufgetreten. Nicht schlecht. Ja, und... aber na, unsere Heroes sind nach wie vor eben so irgendwie Scorpions, AC/DC, Maiden, Guns N' Roses, diese Kaliber.
gab es auch schon teilweise Berührungspunkte. Ich habe ja eben gerade gesagt Slash. Ja. Aber da mal auf so einer Tour mitzufahren, würde ich nicht Nein sagen. Ich habe letztens erst ein Interview von Toby Summit gesehen, da sagte er, ein Fehler in der Geschichte von Edguy war einmal eine Support-Tour für AC/DC abzusagen. Genau, da würde ich dann eben nicht absagen. Ja, das hört sich wirklich sinnvoll an. Wenn das jemals noch, was ich nicht glaube, zustande kommen würde. Gibt es bei dir noch irgendjemanden oder wurden da schon alle wichtigen Bands, Acts gesagt? Wie Andi schon sagte, also es gab einige Berührungspunkte. Man muss ja auch einsehen, wir sind ja auch viel auf Festivals unterwegs. Wir waren also auf größeren internationalen Festivals, auf Wacken, wenn man so will, wo man dann den einen oder die andere Künstler Künstlerin trifft. Hellfest zum Beispiel, so eine Adresse, wo ein geiles Billing war damals. Also irgendwie steht man ja immer mit diesen großen Acts dann letztendlich auf einer Bühne. Schön ist es, wenn man das Privileg hat, die dann irgendwie noch so kurz persönlich kennenzulernen. Man kriegt ein anderes Gefühl dafür, so geht es mir zumindest. Also vor ein paar Jahren war ich da noch sehr, sehr ehrfürchtig. Irgendwie vor 10 Jahren, als wir selber angefangen haben, quasi mit Kiss and Dynamite, fühlte sich das an, also Rudolf Schenker zu treffen oder Klaus Meine von den Scorpions, irgendwie als will man Göttern begegnen. Inzwischen sind es halt mehr so Kollegen. Also nicht, dass das jetzt schlechter ist, also es verändert sich da halt schon was. Also nach wie vor ist man Fan dieser Musik und nach wie vor ist man Rock-Fan. Deswegen machen wir auch selber Musik, weil ursprünglich waren wir mal Fans, inzwischen sind wir Künstler. Aber die Leute sind nahbarer, weil wir eben uns im selben Geschäft bewegen und das finde ich eigentlich ganz ansprechend. Okay. 10 Jahre habt ihr jetzt schon hinter euch. Wie sehen die nächsten 10 Jahre aus? Gibt es irgendwelche konkreten Pläne? Habt ihr schon was Spezielles vor? Wir haben jetzt erstmal vor, wieder ein Album zu machen, das auch schon in der Mache ist. Ja, das sind wir schon echt, denke ich mal, erfolgreich dran am Songwriting. Und ansonsten machen wir uns da keine konkreten Pläne. Man hat Visionen, man hat Träume, dass man immer weitermacht, vor allem erstmal, dass man von der Musik weiterhin leben kann und dass man das hoffentlich noch ganz lange macht. Aber ich denke, man konkrete Pläne macht man sich höchstens für das nächste Jahr oder anderthalb Jahre. Man weiß eh nie, was passiert. Vielleicht landen nächstes Jahr die Aliens und dann muss man wieder wechseln mit seinen Plänen. Ja, stimmt. Ich denke auch, es ist wahrscheinlich gesünder, so ein bisschen unbedarft an so eine Geschichte und an eine Planung heranzugehen. Also weniger zu planen und eher die Dinge auf sich zukommen zu lassen. Okay. Eine letzte Frage habe ich noch für euch. Was findet ihr besser? Flamingos oder Einhörner? Flamingos oder Einhörner? Ich in dem Fall Flamingos, weil Einhörner habe ich schon genug von Steffen, unserem Bassist. Der liest immer so Bücher über Dracheneier und Einhörner, die irgendwo im Wald, wenn die suchen muss. Aus diesem einfachen Grund, Flamingos, die sind auch süß. Wie ist es bei dir? Ich finde die Frage lustig und ich glaube, ich mag Einhörner. Da kann man einfach nichts dagegen sagen. Ja, geht mir auch. Einhörner. Dann sage ich vielen Dank für eure Zeit und wir wünschen euch dann später einen tollen Gag auf der Bühne. Dankeschön. Danke.